Bitte kommen, Sergeant. Ich habe alles mitverfolgt. Sieht aus, als treffen wir die Separatisten direkt an der Wurzel. Gute Arbeit. Mein Charme ist eben einfach unschlagbar. Ja, ich schätze, ihr habt den Beruf verfehlt. Aber wartet noch kurz mit dem Versetzungsantrag. Wir haben hier noch Arbeit zu erledigen. Es wird nicht einfach, diese Bergfestung zu infiltrieren. Ich habe alle informiert. Der Chaos-Trupp trifft sich sofort, also beeilt euch. Ich kann es kaum erwarten, diese Separatisten ein für alle Mal zu erledigen. Mir geht es nicht anders, Sergeant. Jorgen, Ende. Moment mal, nicht so schnell, Sergeant. Wir beide sollten uns unterhalten. Ich bin Lieutenant Virk. Ihr habt sicher schon von mir gehört, nicht wahr? Meine Jungs hier haben mitbekommen, dass ihr ein kleines Gespräch mit Fähnrich Farn hattet. Ich weiß, dass Farn euch von meinen Geschäften erzählt hat. Und ich weiß, dass ihr es einigen sehr wichtigen Personen verraten habt. Jetzt warten eine Menge Papierkram, einige Anhörungen und unzählige Fragen auf mich. Das gefällt mir gar nicht. Tut uns doch einfach den Gefallen und schluckt eine Granate, wenn euch der Stress zu viel wird. Wenn hier jemand stirbt, dann bin das sicher nicht ich. Hört genau zu. Diese Insel ist mein kleines Königreich. Ich bestimme darüber, wer hier leben darf und wer sterben wird. Und glaubt mir, ich werde dafür sorgen, dass ihr in einer Kiste von eurem nächsten Auftrag heimkehrt. Sergeant. Klären wir das jetzt und hier, Virk? Oder habt ihr Angst vor mir? Angst? Ich habe keine Angst vor euch. Bringen wir es hinter uns, wenn ihr unbedingt sterben wollt. Waffen bereit machen, Männer. Legen wir die Nervensäge um. Boss, seid ihr sicher? Wir sind hier mitten im Fort. Nicht, dass jemand was hört. Dann aktiviert das Schalldämpferfeld. Dafür ist es da. Und jetzt knallt die Nervensäge ab. Ja, Sir. Ah, Sergeant. Willkommen zurück. Setzt euch. Ihr werdet den Einsatz von hier aus mit mir beobachten. Welcher Einsatz? Wo sind Commander Tarvus und die anderen? Der Chaos-Trupp ist gerade dabei, die Separatistenfestung zu infiltrieren und die ZR-57 zu sichern. Commander Tarvus hat sich klar ausgedrückt. Ich darf euch unter keinen Umständen erlauben, den Chaos-Trupp bei dieser Mission zu unterstützen. Ich muss zugeben, ich bin ein wenig überrascht. Ich dachte wirklich, ihr hättet es langsam raus. Aber Tarvus ist wohl immer noch nicht überzeugt, dass ihr für einen großen Einsatz bereit seid. Ich vertraue dem Urteil von Commander Tarvus. Vielleicht nächstes Mal, Sergeant. Ich bin sicher... Lieutenant, wir haben ein Problem. Sprecht, Fähnrich, was geht vor? Wir haben den Kontakt zum Chaos-Trupp verloren, Sir. Kommunikation, Video, Positionsanzeigen, alles. Es ist fast so, als wären sie komplett verschwunden. Das ist nicht akzeptabel, Soldat. Geht sofort zurück zum Terminal und findet den Status des Chaos-Trupps heraus. Ja, Sir. Glaubt ihr, Zack und Jalla haben uns verraten, Sir? Das kann ich von hier nicht beurteilen. Es muss jedenfalls etwas Schlimmes passiert sein. Immer noch kein Signal vom Chaos-Trupp, Sir. Ich glaube, wir haben sie verloren. Also gut, Leute, zuhören. Diese Mission wird unter meinem Befehl nicht scheitern. Wir werden es nicht zulassen, dass diese Bombe noch einmal verschwindet. Die Infiltration der Festung ist eine Mission, die nur der Chaos-Trupp erledigen kann. Zum Glück haben wir noch einen Chaos-Soldaten hier. Sergeant, ihr geht in die Festung. Die ZR-57 darf nicht in den Händen der Separatisten bleiben. Ist das klar, Sergeant? Sollte ich nicht den Status des Chaos-Trupps bestätigen? Sie könnten dringend Unterstützung gebrauchen. Die ZR-57 ist euer Primärziel. Sobald ihr euch darum gekümmert habt, sehen wir, was wir für Tarvus und die anderen tun können. Wir hatten eigentlich gehofft, die Bombe intakt zurückzubringen. Doch wir sind sowieso schon weit ab vom geplanten Missionsverlauf. Hier ist der neue Plan. Wir haben den Deaktivierungscode für die ZR-57. Wir entschärfen die Bombe und dann haben die Separatisten nur noch einen großen radioaktiven Briefbeschwerer. Ihr werdet das Kommunikationssystem der Separatisten hacken müssen, um den Code zu aktivieren. Mit diesem Datenstift sollte es funktionieren. Ich dachte nie, dass es so weit kommen würde, Sergeant. Ich muss euch ja nicht sagen, was passiert, wenn ihr scheitert. Ich habe noch bei keiner Mission versagt und werde heute auch nicht damit anfangen. Das wollte ich hören. Ihr habt die Koordinaten der Separatistenfestung. Ich bin sicher, ihr könnt euch vorstellen, wie hoch die Sicherheitsvorkehrungen dort sind. Verschafft euch Zugang, setzt den Datenstift in das Kommunikationsterminal ein und schaltet die ZR-57 für immer aus. Tausende Leben stehen auf dem Spiel, Sergeant. Wir zählen auf euch. Viel Glück, Sergeant.
Ihr habt es geschafft, Sergeant. Das war wirklich ausgezeichnete Arbeit. Wir sind alle sehr stolz auf euch. Die Bombe wurde von imperialen Soldaten bewacht. Bestätigt. Wir haben sie über eure Rüstungskamera gesehen. Unglaublich. Imperiale Soldaten, die mit den Separatisten zusammenarbeiten. Wir müssen herausfinden, wie weit die Verbindung reicht. Rückt weiter in die Basis vor. Höchste Priorität hat im Moment die Suche nach dem Chaos-Trupp. Falls sie gefangen genommen wurden, können sie uns vielleicht mehr darüber verraten, was dort vorgeht. Wenn möglich, solltet ihr auch die ZR-57 sichern. Sie hat an die 50 Milliarden Credits gekostet. Das Kommando hätte sie also gerne zurück. Aber jetzt solltet ihr zuerst eure Kameraden suchen. Wenn meine Kameraden hier sind, werde ich sie nach Hause bringen. Viel Glück, Sergeant. Sergeant, ich denke, meine Befehle waren eindeutig. Ihr solltet nicht hier sein. Ich kümmere mich um ihn. Nein, Geist. Der Sergeant verdient die Wahrheit. Ich hatte gehofft, es würde nicht so weit kommen. Ich hatte euch gegenüber keine bösen Absichten. Ihr habt alles, was einen Krieger ausmacht. Aber leider schätzt die Republik ihre Krieger nicht mehr. Nicht einmal die Besten unter ihnen. Ihr habt jahrelang gegen das Imperium gekämpft. Denkt ihr wirklich, dort wäre alles besser? Das Imperium respektiert Krieger, Sergeant. Die obersten Beamten der Republik andererseits haben beschlossen, uns beiseite zu schieben. Die Wahrheit ist, dass, egal was sie sagen, der Senat der Republik nicht wirklich glaubt, er könne noch einen Krieg gegen das Imperium gewinnen. Das bedeutet, wir beide sind eine Bedrohung. Jeder Sieg des Chaos-Trupps befeuert die Fantasie der Leute und erfüllt sie mit Stolz. Das bedeutet, die Bürokraten dürfen unsere Erfolge nicht mehr zulassen. Wie kann die offensichtliche Tyrannei des Imperiums besser sein? Wenn ihr nur länger bei uns gewesen wärt, Sergeant, würdet ihr es verstehen. Ihr würdet euch uns vielleicht sogar anschließen. Die Republik hat uns im Stich gelassen. Während einer Mission auf Ando Prime ließen sie uns zum Sterben zurück. Aber ich werde nicht versuchen, euch zu überreden. Ehrlich gesagt, ich hoffe, ihr sterbt, ohne dass eure Ideale zerstört wurden. Diesen Luxus werden wir nicht haben. Es ist nicht zu spät, Tavus. Ihr könnt immer noch umkehren. Wohin umkehren? Zu der Republik, die mich am liebsten tot sehen würde? Nein, Sergeant, ich denke nicht. Übrigens danke, dass ihr die ZR-57 für uns gefunden habt. Wir hatten schon Sorge, dass die Separatisten unser, ihr wisst schon, Geschenk für das Imperium vergeuden könnten. Aber dank euch können wir dem Imperium nun dieses fantastische Zerstörungswerkzeug präsentieren. Die Imperialen werden nicht besonders beeindruckt sein, wenn sie merken, dass die Bombe neutralisiert wurde. Cleverer Bluff, Sergeant. Aber das wird euch nicht weiterhelfen. Wir sollten uns beeilen, Boss. Wenn wir nicht in den nächsten paar Minuten die Atmosphäre durchbrechen, hat jedes Geschütz am Himmel uns direkt im Visier. Zeit zu gehen. Colonel War, bitte beschert dem Sergeant den Tod, der einem Krieger gerecht wird. Das werdet ihr noch bereuen, Tavus. Ich werde nicht ruhen, bis ihr erledigt seid. Es war eine Ehre, an eurer Seite zu dienen, Sarge. Sprecht eure letzten Worte. General, bei allem gebotenen Respekt, wie könnt ihr so etwas tun? Ich diene eurem Infanteriekommando schon seit Jahren. Das reicht, Jorgen. Das war nicht meine Entscheidung. Aber eine Desertion dieser Größenordnung. Jemand muss den Kopf dafür hinhalten und es wurde entschieden, dass ihr dieser jemand seid. Die Fahnenflucht hat sich wohl schnell rumgesprochen. Euer verräterischer Trupp hat gerade meine Karriere ruiniert, Sergeant. Das Kommando kann sie nicht bestrafen, also stellen sie mich an den Pranger. Ihr müsst das letzte loyale Mitglied des Chaos-Trupps sein. Ich bin General Wander. Ich leite die Operation der Republik hier auf Ort Mantell. Endlich begegnen wir uns. Im Namen der Republik und der Bevölkerung von Ort Mantell möchte ich euch für eure mutigen Taten beim Ausschalten der gestohlenen ZR-57 danken. Euer Heldenmut hat unzählige unschuldige Leben gerettet. In Anerkennung eurer tapferen Dienste befördere ich euch hiermit zum Lieutenant. Glückwunsch! Ich fühle mich geehrt.
Nun, Lieutenant, als letztes verbliebenes Mitglied des Chaos-Trupps ist es eure Aufgabe, den Trupp wieder aufzubauen. Der Chaos-Trupp untersteht eurem Kommando. Um den Prozess zu beschleunigen, habe ich euch Sergeant Jorgen als erstes neues Mitglied für den Chaos-Trupp zugeteilt. Ich bin froh, euch an Bord zu wissen, Jorgen. Ich werde das Zeichen des Chaos-Trupps und die Sergeant-Streifen tragen, wenn ich Sitavus ins Gesicht reiben kann, bevor wir ihn töten. Das ist das Beste, was ich für euch tun kann, Jorgen. Ihr seid ein guter Mann und gute Männer brauchen wir jetzt mehr denn je. Ich weiß nicht, was Tavus plant, aber er kennt die inneren Strukturen unserer Armee besser als jeder andere. Er könnte grenzenlosen Schaden anrichten. Haben wir schon herausgefunden, wohin die Verräter unterwegs sind? Leider nicht. Sie sind uns entwischt, bevor wir die Verfolgung aufnehmen konnten. Ihr müsst sie aufspüren, Lieutenant. Hoffentlich seid ihr darauf vorbereitet. Eure Arbeit hier ist jedenfalls beendet. Ich habe eine Fähre vorbereiten lassen. Euer nächster Auftrag führt euch nach Coruscant. Meldet euch unverzüglich bei General Garza, der Leiterin der Sondereinheiten, sobald ihr auf Coruscant eingetroffen seid. Sie erteilt euch von nun an eure Befehle. Verstanden. Ihr solltet euch nun zur Fähre begeben. Sie erwartet euch bereits auf der Fährenrampe. Lieutenant, Sergeant, wegtreten. Ich hoffe, dass wir uns eines Tages wiedersehen. Tja, der Chaos-Trupp. Das Beste vom Besten. Ich kann nicht gerade sagen, dass ich sonderlich erfreut über die Degradierung bin, aber es ist mir eine Ehre, hier zu sein. Ich bin mir darüber im Klaren, dass die Umstände nicht ideal sind, aber ich bin froh, dass ihr bei uns seid, Jorgen. Ein Platz im Chaos-Trupp war ja wohl das Mindeste, das sie für mich tun konnten. 4 Jahre an der Akademie, 7 Jahre im Feld, Orden, Auszeichnungen. Ich hätte es bald bis zum Captain gebracht, wenn das Kommando mich nicht ins Abseits geschoben hätte. Wir wissen beide, dass Tavus Überlaufen nicht eure Schuld war. Sag das mal denen da oben, die nur einen Sündenbock suchen. Aber was vorbei ist, ist vorbei. Das Kommando hat mich dem Chaos-Trupp zugewiesen, um euch zu helfen, Tavus zu finden. Und genau das werde ich tun. Ich habe Imperiale von einem Ende der Galaxis bis zum anderen gejagt. Ich habe immerhin den Todestrupp kommandiert. Die beste Scharfschützentruppe der Republik. Der Name sagt mir gar nichts. Nein? Vielleicht erzähle ich euch irgendwann davon.